Wir haben heute den Tag der Druckkunst, 15. März 2019, ist dieser Tag von der UNESCO zum ewigen Kulturerbe ernannt worden, die klassische, die traditionelle Druckkunst. Heutzutage redet man ja von Siebdruck und von Offset und Plakatdruck und allem Möglichen. Aber die traditionelle Druckkunst, die sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen ist dieser Tag als Welterbetag von der UNESCO als Druckkunsttag eingerichtet worden. Und wir sind immerhin ein Ort hier von, ich weiß es nicht, von über 400 Orten in Deutschland, die an diesem Tag eine Ausstellung machen, ein Begängnis machen. Allein in Deutschland so viele. So, jetzt möchte ich aber auch mich sehr herzlich bedanken bei denjenigen, die mir hier ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und wenn Sie mir erlauben, einen kleinen Rundgang zu machen, dann werde ich Ihnen kurz ein wenig davon erzählen. Dieses hier ist, das sind zwei Arbeiten von Frau Quabeck. Und sie ist Brasilianerin, aber schon lange hier in Deutschland ansässig. Dieses hier ist Johannes Reinhardt, der Gründer der Gruppe Semikolon in Duisdorf. Johannes Reinhardts Bildhauer, das ist ein Siebdruck von Johannes, den ich vor vielen Jahren mal erworben habe. Das sind so zwei Sächelchen von mir. Das sind ursprünglich Extradierungen mit kalter Nadel da rein. Die kalte Nadel heißt nichts anderes, dass man in die Extradierung oder in die Platte, das hier sind Zinkplatten, in die Platte noch mit einem spitzen Griffel hineingibt. Das ergibt dann eine Gravur, die rechts und links noch einen Grat aufwirft, der dann solche Schatten wirft. Ich habe meine alten Radierungen niemals weggeschmissen. Ich habe dann die manchmal, und deswegen sind die an der letzten Zeit wieder aufgetaucht, habe ich da reingezeichnet mit Federzeichnung oder mit Tuschezeichnung, was weiß ich mal. Die Leute, die Augen haben zu gucken, die sehen, das ist immer dieselbe Platte. Man sieht hier zum Beispiel noch ein altes Motiv, das taucht hier wieder auf. Und auf diese alten Drucke ist dann hier mit der Feder oder da mit dem Kugelschreiber die Sachen hineingedruckt worden. Dies hier ist ein Kollege, der in der Schweiz eine ziemlich große Berühmtheit hat. Das ist Jakob Weder, mit dem ich auch sehr lange Zeit seines Lebens befreundet war. Ich habe einige Ausstellungen für ihn organisiert und gemacht. Und zum Dank hat er mir dieses Blatt hier hinterlassen. Das ist ein Siebdruck. Dieses hier ist eine Radierung, auch von Schmiedel, ein Kollege, der in der DDR, in der ehemaligen DDR, seine Ausbildung gemacht hat und immer noch da lebt und arbeitet. Dieses hier ist was ganz Verrücktes, Sie werden es kaum glauben. Wenn Sie zum Beispiel da drüben hingucken, dann sehen Sie unter den einzelnen Arbeiten immer nur eine Unterschrift, eine Autorenschaft. Hier, wenn Sie hier genau hingucken, sehen Sie drei Autoren. Das eine, Deleavit, das ist der Erfinder dieses Bildes, Wilhelm von Karlbach.
Der Skulpsit, das ist der, der es gestochen hat. Und der Felsen hier unten ist der, der es gedruckt hat. Das hat den Titel Friederike. Aber diese Friederike ist eine Figur aus Goethes Dichtungen Wahrheit. Ja? Insofern haben Sie jetzt hier schon einen vierten Autor drin. Das war aber ein beliebtes Bild, die Friederike am Spinnrad im 18. Jahrhundert in der Romantik oder in der Spätromantik, war das ein sehr schönes Motiv. Ja? Und das ist in der Tat ein Stahlstich, der sehr schön ist und der stammt in der Tat von 1864. So, dieses hier hat wiederum nur eine Unterschrift, das ist ein Siebdruck nach einer Zeichnung von mir. Ich habe früher immer mitgelitten, wenn unsere Aktmodelle, wenn es denen zu kalt war. Deswegen ist auf meinen Aktzeichnungen meistens ein oder zwei Öfen zu sehen, weil ich wollte hier, dass es denen warm genug war. Das hier ist, wir kommen nahtlos dazu über, das ist eine Venezuelanerin, die bei mir die Druckgrafik gelernt hat und die ist mittlerweile, das ist Martisa Vasquez, die ist mittlerweile Professorin in Stockholm. Also so ganz umsonst war es alles nicht, vermute ich mal. Ja, das ist Horst Jansen. Horst Jansen, ein begnadeter Zeichner, ein wunderbarer Mensch. Den habe ich mal in Düsseldorf kennengelernt. Leider viel zu früh verstorben. Und Sie werden es kaum glauben, aber ein so berühmter Mensch wie Loriot war mit ihm zusammen in der Zeichenklasse an der Hamburger Kunstakademie. Aber leider Gottes ist er auch schon tot. Nichts, das trifft aber nicht auf ihn hier zu. Den kennt hier in Bonn jeder. Das ist Gunter Demnig. Das ist der mit den Stolpersteinen. Gunter Demnig habe ich mal kennengelernt in Kassel. Da war er noch Schüler von Harry Kramer. Und der hat damals eine Blutspur gelegt von Paris nach Kassel, ist dann bekannt geworden mit anderen Sachen. Und 1984, dieses hier ist das Signé von einem Plakat, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals nämlich in Bonn die erste Bonner Kunstwoche organisiert. Die hat stattgefunden in und um Bonn herum, unter anderem im Hofgarten in einem Riesenzelt, was wir vom THW hatten. Da waren immerhin so berühmte Leute wie Klauke und unter anderem auch Demnig. Und Gunter Demnig hat damals eine Aktion gemacht mit Markierungen, Brandmarken, die hat er mit einem Brandeisen den Passanten, die das zugelassen haben, in die Fußsohlen eingebrannt, sodass auch da wiederum die Spuren in Bonn deutlich waren. Wir kommen hier zu einem Menschen, das ist ein Argentinier, Pablo Edelstein. Leider auch schon tot. Pablo Edelsteins Vater musste hier vor den Nazis fliehen. Er selber ist in Zürich geboren, ist dann in Buenos Aires, wo ich ihn kennengelernt habe, heimisch gewesen, ist da Professor gewesen, auch an der Akademie. Und er hat mich hier in Bonn sehr häufig besucht. Und von daher stammt dieses Blatt. Das hier ist Johannes Schreiter. Der hat ähnlich wie Pine immer, oder die Gruppe Zero, immer mit Feuer gearbeitet und mit Ruß. Und das ist eine sehr schöne Radierung von ihm. Das hier sind zwei Schätzchen. Das ist hier Friedrich Gräsel.
Friedrich Graesel kennen wir eigentlich landläufig nur als Bildhauer. Als Bildhauer für riesengroße Röhren, Plastiken. Und man kann diese Röhren da auch erkennen. Aber dieses Bild, Irren ist menschlich, ist ein Unikat. Was er mir zur Hochzeit mit dieser Frau geschenkt hat, die ja jetzt auch schon ein Weilchen her ist, das ist dann darunter. Ja? Das hier ist eine Farbradierung von Verena Vernunft, einer Hamburger Künstlerin und Grafikerin, mit der ich seit vielen, vielen Jahren befreundet bin. Und die ist mittlerweile Professorin in Hannover. So, gehen wir mal drüben auf die andere Seite und fangen wir hiermit an. Das ist eine Radierung von Hans Krämer. Wir waren zusammen in Köln auf der Pädagogischen Hochschule Dozenten. Und Hans Krämer ist ein Meister der Etzradierung. Hier kommen dann drei Arbeiten von Janko Arsensik. Janko, kommst du bitte mal an meine Seite? Ich möchte Sie einladen, mit Janko persönlich darüber zu sprechen, denn er kann seine Arbeiten viel besser interpretieren, als ich es könnte. Nur als kleinen Hinweis, das sind seine Rheinländer. Und wie sie an dem Chinesen und an diesem Herrn, den man in Köln nicht mehr haben möchte, sehen können, ist der Janko, ein sehr geschätzter Freund von mir, nicht ohne Hintergedanken zu genießen. Und einiges von dieser Grillöcherei werden Sie bei ihm erfahren im persönlichen Gespräch, was ich Ihnen nicht vorwegnehmen möchte. Das ist wieder Hans Krämer, eine sehr schöne Farbradierung. Ja. Das hier ist Pablo Edelstein, und von dem ich eben schon gesprochen habe, Argentinier. Sehr, sehr geschätzt in den Versteigerungen in Amerika, sehr hoch gehandelt übrigens. Und das ist Bute, eine sehr schöne Arbeit, die ich auch seit vielen Jahren hier besitze. Und dann geht es hier rüber. Es geht ja immer noch um den traditionellen Druckvorgang. Hier sehen Sie nochmal eine Dekalkomanie von Marlene. Ich hatte Ihnen eben schon empfohlen, mit ihr persönlich Kontakt aufzunehmen. Dieses hier ist ein leider viel zu früh verstorbener Freund von mir, Hans Hansen. Der ist zu den letzten Jahren bekannt geworden unter dem Namen Hansen Bahia. Ich habe ihn seinerzeit mal in Sao Paulo kennengelernt und habe ihn dann in Bahia noch besucht vor seinem Tode. Er hat mich auch in seine Geheimnisse eingeführt, wie er seine Holzschnitte so ganz auf eine ganz spezielle Art gemacht hat. Und er hat über 5000 Arbeiten hat er dem Staat Bahia geschenkt, ein Staat in Brasilien. Traditionelle Drucktechniken. Hier haben Sie die Arbeiten einer Bildhauerin. Die Eva Jepsen-Vöge ist bekannt als Bildhauerin hier in Bonn, hauptsächlich mit ihren Drahtplastiken, aber auch als Eisenbildhauerin. Was hat sie gemacht? Sie hat eine Cola-Dose genommen, vielleicht ein Fundstück von der Straße. Vielleicht hat sie es selber so zerknittert und hat diese Cola-Dose als Druckstock benutzt. Und der Abdruck finden Sie hier. Ja? Also man muss nur Ideen haben. Eigentlich ist das die traditionelle Druckkunst, aber ganz anders interpretiert, auf eine neue Art und Weise interpretiert.
Hier sehen Sie noch mal einen sehr schönen Holzschnitt von Hansen Bahia. Wieder mit einer sehr persönlichen Widmung für mich. Und dann sehen Sie noch mal eine Dekalkomanie von Marlene. Und last not least gibt es da drüben noch auf der Wand noch eine sehr schöne Grafik von Friedrich Meck-Sepper, der ja sehr bekannt geworden ist durch seine Radierungen und seine Stiche. So, ich möchte Sie, ich kriege nämlich langsam eine sehr trockene Kehle, ich möchte Sie einladen, mit mir noch ein kleines Glas zu nehmen. Dann kann ich meine heisere Kehle ein wenig, und Sie müssen nicht dann länger stehen und mir zuhören. Vielen Dank für Ihre Geduld.